So, mich erreicht da eine Nachricht. Ich habe ein Päckchen erhalten und das befand sich drin. Telefonisch wurde angekündigt, dass hier ein Schalter drin sei. Und zwar wurde versucht, selbst zu reparieren. Und ich habe mir das schon mal angesehen. Und die Lasche ist hier von einem Stromversorgungsstecker bzw. von dem Schalter hier abgebrochen. Ich habe mir das im Päckchen schon angesehen. So war es ursprünglich. Ja, und der Herr bat mich, das zu reparieren. Jetzt werden wir das zusammen angehen müssen. Ich habe auf jeden Fall schon mal so einen Stecker. So, Verbindungsstecker. Dann brauchen wir noch auch einen Schrumpfschlauch. So, die Aufgabe steht darin, den alten abzumachen, ohne das Kabel hier zu kürzen, weil sonst das im Motor dann halt nicht mehr reicht an der Kabellänge. So. Auf jeden Fall möchte ich das hier ein bisschen so auseinanderklitschen. Damit ich hier einfach ein bisschen mehr Luft habe. Ihr könnt euch das mal hier ansehen. Das wurde hier gepresst und entsprechend müsste man das hier vernünftig losbekommen, ohne das Kabel zu quetschen oder zu kürzen. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt noch mal hier vorne. Seitlich. Hinten. Gucken wir mal, ob das sich abziehen lässt.
So, fertig. Und nun kann das zurückgesendet werden. Die Öffnung war in Ordnung. Der einzigste Nachteil ist bei der originalen Klemme, dass es, ich möchte euch mal ein Beispiel zeigen. Hier diese Öffnung nicht existiert, so dass das wirklich gequetscht ist, und die Aufschneidung, habt ihr ja gesehen, erfolgte dann halt mit einem Seitenschneider, mit einem Winkelschleifer, und es ist geöffnet und neu angelötet. So sieht das aus. Gequetscht ist es vernünftig, isoliert, perfekt, und so kann das zurückgesendet werden. Setzt ein Like, viel Spaß, bis zum nächsten Video.